So, Leute, und da sind wir wieder. Dich kill ich schnell? Fällt gar nicht auf. So, ja, in der letzten Folge haben wir uns mit dem Gouverneur alias den Templern getroffen. Und am Schluss der Folge hatten wir ein paar Probleme mit den Wachen. Aber da vorne ist so eine Note oder ein Stück Papier. Vier. Da oben. Und das Stück Papier, das würde ich mir jetzt holen. Ach komm schon, Edward. Nein! Du scheiß Stück goldenes Papier. Boah. Ich weiß immer noch nicht, was das alle Zeichen haben bedeutet. Nee, trinken wollen wir jetzt nicht. Gucken wir mal auf die Karte. Ja. Schon gut synchronisiert, außer hier, so diesen Bereich, ne? Was ist das? Assassinauftrag? Fragment? Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier zum Hafen. So in die Richtung. Und nähern uns damit ja auch dann unserer nächsten Mission. Also entweder ist Edward alt oder einfach nicht gut in Form. Weil die anderen Assassinen, die haben nicht so gestöhnt. Außer nachher Ezio, als er älter war. Pam. 10 von 20 Truhen in Havanna. So. Oh. Steam wollen wir nicht. Das Fragment können wir uns auch holen. Hey, du, halt! Schnauze! Ab durch die Bäume wie Connor! Oh, ich bin am Fragment vorbeigelaufen. Schwebt da in der Luft. Und jetzt kommt Edward natürlich nicht da hoch, wodurch wir aber entkommen sind. Dieses Steam-Kack-Zeugs, das geht einem doch manchmal auf den Sack. Mal gucken, wir gehen mal dahin. Vorher die nicht gerne und jetzt hier, yeah, scheiße. Stimmt ja, Luftattentate funktionieren ja nur bloß, wenn die das nicht sehen. Ich werde halt brutal gekillt, so. Uns hier eine neue Waffe leisten können? Schwertsets. Was gibt's denn da? Freiwürdigen. Offizierskurzschwert. Das scheinen wir zu haben. Offiziersrapier. Ach, da steht auch wieder, wie stark dies. Ja gut, aber das Schwert, das ist ja erstmal nicht schlecht, was wir haben. Kunstgegenstände. Jagdbeute verkaufen. Hab ich denn? Knochen. Und. Ja, gut, das hebe ich mir aber noch auf. Vielleicht brauchen wir das noch. Munition. Wie viele Kugeln haben wir? Alles voll.
Na ja, gut, dann sparen wir unser Geld noch ein bisschen. Alter, ich spreche nicht Spanisch, das verstehe ich nicht. Ich frage mich, wozu diese komischen Seiten gut sein sollen. Jo, er angelt, ich will auch. So, jetzt angel ich. Jo, also die Seite kriegen wir schon mal nicht. Die können wir vergessen. Dann nehmen wir aber dafür die Truhe hier. Nein, ich will zur Truhe. So. Dann begeben wir uns mal schnurstracks zu... Da vorne ist das Fragment. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Schön, dass das Shanty-Notenblatt da vorne gekommen ist. Jo, Duncan ist auf dem Weg. Schon da, Templer. Der Weise, der Mann, den sie den Weisen nannten. Ich wollte gerade sagen, der Weise Mann und das Meer. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward? Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah. Gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Und jetzt Erfolg. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, sin duda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele... Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Achtet auf Straßen und Gassen! Sie können überall sein! Alter, jetzt töte ich hier meine eigenen Komplizen oder was? Naja, noch nicht. Edward weiß ja noch nicht, was das sind. Ah, oh, die haben mich hier dabei. Immer wieder.
Kann ich ihn noch? Eso sería alterar el orden público. Wo sind denn die anderen? Ach, da. Der checkt die Menguini-Kötz. Die haben mir einfach umgehauen. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Der Weise ist doch wahrscheinlich auch ein Assassin, so wie der hier läuft. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Oder ich schieß dir ins Knie. Alter, der ist ganz schön schnell, der Opa. Entweder ist der Opa wirklich so gut oder Edward ist eine Pussy. Ja gut, ich glaube nicht, dass er eine Pussy ist. Der Alte ist einfach sehr, sehr schnell. Ich sollte ihn ja von oben fangen, ne? Alter, ich laufe schon so schnell ich kann. Nicht leicht. Und los geht's. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Ach, er hat die Leiter denn noch? Ich in den Heuhaufen springen. Mach langsam! Dann wird's leichter für uns beide. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Was kletterst du runter, du Vogel? Ich glaub's nicht. Das muss ich nicht verstehen, dass Edward jetzt da runtergeklettert ist, oder? Alter! Der war neben mir, wieso habe ich den nicht gefangen? Jo, jetzt ist er weg, Alter. Der hat aber auch ein Tempo drauf, der alte Sack. Die 100% schaffen wir, glaube ich, nicht. Ich sollte ihn verprügeln, nicht das Genick brechen. Oh mein Gott, aber wir haben gut gemacht, Schusshund. Aber keine 100%. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein.
Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Jo, ich werde da sein. Ah, den Weisen von oben anspringen und die Pistole benutzen. Naja. Aber das Verhör sehen wir in der nächsten Folge, denn das war's schon wieder für diese Folge. Ich glaube es selber nicht, aber die Zeit vergeht einfach so fucking schnell bei diesem Spiel. Ja, Leute, dann würde ich sagen, dann schnitzeln wir morgen wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Assassin's Creed Black Flag. Also, Leute.